Mein Name ist Uli Köppen, ich bin von BR Data, das sind die Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks und wir sind nominiert für unser Projekt Lifestyle Doping, die Männerdroge Testosteron. Wie im Datenjournalismus üblich haben wir versucht, mit vielen Fakten und Daten dieses Phänomen von allen Seiten einzugrenzen und haben einige exklusive Datensätze ausgewertet, haben dadurch exklusive Einblicke in den Schwarzmarkt mit Testosteron bekommen und gezeigt, was das für ein riesiges Phänomen mittlerweile in Deutschland ist. Und was außerdem unser Projekt auszeichnet, man kann es nicht nur linear konsumieren, sondern man kann immer wieder interaktiv in einzelne Felder eintauchen, die einen interessieren und ja, Daumen drücken.